Ja, das Thema IoT im Berufs- und Arbeitsleben, Arbeit 4.0. So ist es in der Agenda gestanden, aus dem Grund steht es auf der Folie. Ich gehe aber gleich zur nächsten von mir manipulierten Folie, nämlich das 4.0 streiche ich durch. Ich persönlich weiß nämlich nicht, warum dieser Ausdruck entstanden ist und kann ihn im Gegensatz zur industriellen Revolution, wo es diese einzelnen Schritte gegeben hat, jetzt zumindest für Wissensarbeit oder für die allgemeine Arbeit nicht nachvollziehen. Also bei mir ist es nach wie vor das normale Arbeitsleben, aber hat nichts mit 4.0 zu tun. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe mehr als 2 Jahrzehnte bei einem Softwarekonzern gearbeitet in verschiedensten Funktionen, Großkunden betreut, zum Schluss eigentlich sehr stark gehend in die Richtung und damit habe ich mich als Unternehmensberater auch selbstständig gemacht, die neue Welt der digitalen Arbeit und die digitale Transformation, weil ich gesehen habe, dass sehr viele Firmen digital aufrüsten, Mitarbeiter bekommen Tablets, bekommen Notebooks, bekommen Handys, aber nutzen diese eigentlich nur zu einem sehr geringen Anteil, 20%. Das heißt, oft wird ein Termin in einen Kalender eingetragen, ins Telefon, aufs Tablet, nicht synchronisiert. Security ist sowieso auch ein eigenes Thema. Das ist das, womit ich mich hauptberuflich beschäftige. Ansonsten bin ich Vizepräsident bei der Digital Society. Ergibt sich natürlich gut, weil die Themen sich da immer sehr gut überschneiden. Das heutige Thema mit der Arbeit wird für Sie jetzt nach dem letzten Vortrag speziell vielleicht teilweise eine Wiederholung sein, weil einige Dinge schon genannt wurden. Ich werde vielleicht in das ein oder andere Thema tiefer eingehen oder wenn es auch noch Fragen gibt dazu, wie sich die Arbeitswelt durch IoT, und in dem Fall geht es bei mir jetzt nicht um Digitalisierung alleine, sondern um das Thema IoT, verändern wird. Die Agenda dazu, ich werde verschiedene Systeme beleuchten, vielleicht bei den einen oder anderen werden Sie sagen, okay, wussten wir eigentlich bis dato noch nicht, dass sich da das Arbeitsleben verändern kann, der ein oder andere Aha-Effekt. Wenn Sie ergänzende Informationen haben, bin ich natürlich sehr dankbar. Vielleicht zu IoT und zu den Sensoren eine Frage. Wer hat derzeit bitte um Handzeichen einen Sensor bei sich? Okay, Gegenfrage, wer hat ein Smartphone? Okay, also die Summe war jetzt nicht komplett gleich. Für mich ist immer das einfachste Teil, dass ich sage, ich habe einen Sensor bei mir, wenn ich ein Smartphone oder ein normales Mobiltelefon eingesteckt habe. Dadurch bin ich einerseits für den Mobilfunkprovider jederzeit mit einer triangulären Messung auffindbar, beziehungsweise wenn ich natürlich Applikationen habe wie Google Maps oder andere, dann polle ich eigentlich diese Informationen mit meinem Handy automatisch eigentlich eh immer ins Netz. Das heißt, auch da wissen die Leute, wo das Telefon ist oder wo ich mich befinde und andere Informationen, was ich surfe oder dergleichen, werden auch übertragen. Und für mich ist eigentlich das Smartphone so eine Art universelles digitales Schweizer Messer, wo verschiedenste Applikationen eigentlich mit verschiedensten Sensoren, Temperatur vielleicht noch nicht, aber das kann vielleicht auch bald kommen, Daten ins Internet übertragen und im Prinzip werden die dann auch ausgewertet und weiter genutzt. Fangen wir vielleicht an bei dem Thema Service und Reparatur. Bis jetzt war es so, und hier ist auch ein Beispiel, stellen Sie sich vor, eine Seilbahn in Österreich mitten in der Saison hätte einen Defekt und man würde nicht am Berg befördert werden. Eigentlich eine Katastrophe. Aus dem Grund werden auch solche Anlagen, die viel frequentiert werden, gewartet. Meistens natürlich so wie hier in der Sommerzeit. Aber um hier Kosten einzusparen oder wenn ein Defekt auftreten könnte, werden natürlich auch in solche Geräte Sensoren eingebaut. Das heißt, da sind etliche Sensoren drinnen. Das sollte es außerhalb des regulären Wartungsintervalls zu Wartungen kommen, ein Servicetechniker vor Ort kommen kann und das dann außerhalb der Betriebszeit im Prinzip repariert. Was hat das jetzt mit der vernetzten Arbeit zu tun? Ganz einfach das, dass vielleicht früher Leute das System gewartet haben und einmal am Tag geschaut haben, ist die Anlage in Ordnung, Sichtkontrollen etc. etc. und das wird jetzt zunehmend durch Sensoren abgenommen. Das heißt, da wo es vielleicht früher Sichtkontrollen gegeben hat, ist es vorstellbar, dass vielleicht eine Kamera permanent das Tragseil von so einer Seilbahn überwacht und schaut, ob da irgendwelche Schäden vorhanden sind. Damit passiert natürlich auch ein Shift, dass ich sage, Leute, die früher dafür angestellt waren, diese Kontrollen durchzuführen, werden auch jetzt im Prinzip durch Sensoren ersetzt. Anderes Beispiel, da ärgern Sie sich vielleicht das ein oder andere Mal,
Rolltreppen, die oft genug dann, wenn man mit der Rolltreppe fahren will, kaputt sind. Wenn sie jetzt nicht so wie bei der U-Bahn in Wien teilweise redundant ausgelegt sind, wenn eine gerade gewartet wird, kann ich die andere in einen Wechselbetrieb einstellen. Ist es hier natürlich ebenfalls lästig, wenn Sie jetzt einmal schauen in den großen Warenhäusern. Ich war voriges Wochenende in Paris. Also wenn da in so einem Warenhaus oder auch bei uns beim Gern groß eine Rolltreppe, die eigentlich die Kunden, und das ist meistens die einzige Möglichkeit, in den Shop befördern soll und dann nicht funktioniert unter Tag, ist das natürlich ebenfalls sehr schwierig und katastrophal. Und auch in solchen Geräten werden im Prinzip etliche Sensoren eingebaut, dass eben Wartungsfälle im Prinzip nicht passieren. Aber auch da der gleiche Fall, vielleicht Leute, die gelegentlich vorbeigekommen sind und Systeme gewartet haben, sind jetzt im Prinzip nicht mehr vor Ort. Und es zieht sich eigentlich durch die gesamte Branche durch. Auch wenn Sie zu Hause eine Gastherme haben, dann wird die wahrscheinlich vom Rauchfangkehrer bei einer Begehung oder von der Servicefirma im Prinzip in Intervallen serviciert. Sie bekommen einen Brief zugesandt. Aber es könnte in Zukunft auch sein, dass vielleicht eine Therme automatisch eine Abgasmessung durchführt und Sie dann sagen, das wird nicht einmal im Jahr durchgeführt, sondern wenn es vonnöten ist, vielleicht nur alle 2 Jahre. Effekt gibt es natürlich schon. Effekt dabei ist natürlich ebenfalls, dass Arbeitsplätze diesbezüglich reduziert werden. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich auch der Sukkus meines Vortrages, ist es auch so, dass dadurch auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden, weil viele Möglichkeiten bestehen, dass ich sage, ich kann öfter vor Ort sein, beziehungsweise ich kann Systeme überhaupt besser warten. Ganz extrem ist es natürlich auch bei Baumaschinen. Auch da Ausfälle von 6.000 bis 7.000 Euro pro Tag, wenn so ein Bagger im Prinzip nicht funktionieren kann. Beziehungsweise stellen Sie sich vor, was ist leichter, wenn der Bagger im Prinzip, wenn er gerade nicht im Einsatz ist, vielleicht anzeigt, er bräuchte in 3 Wochen eine neue Raupe, weil sie abgenutzt ist oder weil irgendein Motor vielleicht gewartet werden muss. Oder das passiert auf der Baustelle, wo dann ein Servicetechniker bis zu dieser Baustelle hinfahren muss und das Gerät dort wieder neu in Betrieb nimmt. Das heißt, hier ganz große Wartungskosten und bei den ganz großen Baustellen, die es gibt, ich denke da zum Beispiel an einen Schieferabbau in Kanada, wo große Trucks 4 Stockwerke hoch durch die Gegend fahren, sind überall Systeme eingebaut, die im Prinzip optimal die Maschine einstellen und die Wartungsintervalle ganz genau vorgeben, bevor hier ein Teil wirklich kaputt wird. Angesprochen war es dann bei dem Auto vielleicht, bei der Cobra wird es nicht so sein, dass in diesem älteren Modell hier Sensoren eingebaut sind. Aber in den modernen Autos sind zig Sensoren eingebaut, die alles mitmessen. Wir hatten einen Vortrag zur Mobility mit ÖMTC, wo uns der ÖMTC auch gesagt hat, dass beispielsweise jetzt schon in den Autos Systeme eingebaut sind, die mitregistrieren, ob der Gurtstraffer anspringt. Das heißt, wenn Sie einen Unfall haben oder wenn Sie kräftiger bremsen und der Gurtstraffer springt an, dann wird es derzeit in vielen Autotypen schon mitgemessen. Das kann natürlich auch jetzt wieder Auswirkungen haben auf Versicherungen, dass Sie dann sagen, okay, der ist eigentlich, der Gurt spricht bei dem öfters an, das heißt, er wird öfters eine Vollbremsung machen und fährt vielleicht gefährlicher. Aber auch hier werden eigentlich schon sehr viele Daten aufgenommen. Und das Serviceintervall, das wurde auch schon angesprochen, gilt natürlich Ähnliches. Das heißt, das Auto sagt jetzt nicht mehr einmal im Jahr Service, außer vielleicht nach der Einfahrzeit die § 57a Überprüfung, die vorgeschrieben ist vom Gesetzgeber. Aber ansonsten melden die Autos im Prinzip selbst, abhängig vom Fahrstil bzw. von der Kilometerleistung, was da im Hintergrund passiert. BMW-Fahrer werden das wissen, die werden nicht mehr oft bei der Wartung nach dem Kilometerstand gefragt, weil das ganz einfach am Schlüssel mitgeträgt wird. Das heißt, wenn ich einen BMW zum Service bringe, gebe ich den Schlüssel ab, der steckt den Schlüssel in ein Gerät rein und bekommt den Kilometerstand vom Auto im Prinzip übertragen. Vielleicht auch bei einigen Autotypen dann ganz andere Daten, die eigentlich zum Service ebenfalls dienlich sind. Was ist durchzuführen, wann war das letzte Service etc. etc. Wichtig dabei, und das ist auch ein Anliegen von der Digital Society, ist natürlich eine gewisse Transparenz, dass der Endkunde oder der Arbeiter auch weiß, welche Daten werden hier übertragen. Auch arbeitsrechtlich natürlich werde ich jetzt überprüft, wenn ich mit einem Dienstauto unterwegs bin und es wird aufgezeichnet, wann starte ich das Auto, wann höre ich auf. Also das alles sind Dinge, wo Sensoren etwas mittracken und wo sicherlich wichtig ist zu wissen, was wird mitgetrackt, wer trackt es mit und entspricht es im Prinzip auch den Arbeitsgesetzen. Das zieht sich jetzt natürlich durch, ob das jetzt eine Firma Skill ist oder eine Firma Hilti,
die diverse Sensoren eingebaut haben. Beispielsweise bei Hilti gibt es einen Diebstahlschutz, dass wenn so ein 10.000 Euro Bohrgerät auf der Baustelle entwendet wird, was ja nicht selten vorkommt, ist das eigentlich nutzlos. Das heißt, kann nicht mehr serviciert werden nach 10 Minuten, wenn es nicht angesteckt ist, sperrt sich das Gerät und kann nur von einem autorisierten Hilti-Händler wieder in Betrieb genommen werden. Das heißt, auch dort sind Sensoren im Prinzip drinnen, die da Diebstahl bzw. Unsachgemäße Verwendungen verhindern können. Für die Arbeiter bedeutet es natürlich wieder, überall wo ich einen Sensor habe und sage, ich nehme jetzt die Bohrmaschine und dergleichen in Betrieb, dass da auch eine gewisse Überwachungsfunktion gegeben ist. Für die Arbeiter selbst natürlich besteht auch die Notwendigkeit einer Zusatzqualifikation, weil wenn da Sensoren eingebaut sind, müssen diese Sensoren natürlich auch gewartet werden und entsprechend funktionieren. Und es ergeben sich natürlich für neue Arbeitsplätze auch sehr viele Chancen, weil ich auch dann den Firmen und den Betrieben sagen kann, es gibt Geräte, die halt weniger oft gewartet werden müssen, weil sie mit Sensoren entsprechend überprüft werden. Landwirtschaft war heute auch schon angesprochen, auch das Beispiel von Kanada. Klar, Kanada, Nordamerika, da gibt es große Felder, wo es Sinn macht, Traktoren autonom fahren zu lassen. Aber durch den Preisverfall bei den Sensoren bzw. bei den Auswertungssystemen ist es natürlich auch so, dass es bei uns, wenn ich jetzt denke, nördliches Niederösterreich, wo es auch sehr große Felder gibt, sicherlich in 10 Jahren so sein wird, dass bestimmte Felder automatisiert abgeerntet werden und dass ich dort ebenfalls im Prinzip niemanden benötige, der im Prinzip mitfährt, beziehungsweise vielleicht kann ich auch jemanden mitfahren lassen, der jetzt die Maschine überwacht oder sieht, dass niemand, der am Feld zufällig ist, überführt wird, aber ansonsten jetzt nicht die Qualifikation brauche, wo ich sage, der weiß genau, welches Feld zu mähen ist und wie das am effizientesten abzufahren ist. Was hier auch noch dazu kommt in der Landwirtschaft, es werden natürlich auch sehr viele Hilfsarbeiten wegfallen. Also wo ich jetzt denke an spezielle Ernten, wo teilweise auch aus Ostblockländern Leute kommen, nur für die Erntezeit. Oder auch bei der Weinlese, wo ja das auch schon teilweise automatisiert passiert, also nicht mehr die Hand Weinlese, sondern Maschinen fahren, die vielleicht in Zukunft auch autonom fahren können, werden hier eine Reihe von Arbeitsplätzen natürlich wegfallen. Weil all diese Dinge dann durch Roboter, durch automatisierte Systeme passieren. Was ebenfalls hier passiert und was natürlich den Ertrag ganz einfach maximiert, und da gibt es in Österreich ein sehr schönes Beispiel, dass sehr viele Bodensensoren auch angebracht werden, was die Beregnung betrifft. Das heißt, ich kann da ganz bewusst in einer Zeit, wo ich sage, genau dort hat es weniger geregnet, dann im Prinzip ein Beregnungssystem aufstellen und das Beregnungssystem beregnet jetzt nicht 24 Stunden am Tag oder 8 Stunden, sondern genau wie der Sensor sagt und genau wie der Saatguthersteller angibt, dass eigentlich diese Früchte am besten gedeihen werden, wird eben dann dort automatisiert ausgewertet. Das heißt, die Erträge steigen damit und in dem Zusammenhang natürlich auch Leute, die diese Systeme programmieren müssen. Ja, das Wort Uber fällt natürlich heutzutage sehr oft. Und Uber ist jetzt ein großer Konzern, der weltweit einerseits daran arbeitet, natürlich mit dem Portal Geld zu machen, in dem Taxifahrten vermittelt werden. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht nicht so sehr bekannt, arbeitet Uber auch sehr stark mit Google und mit anderen Firmen zusammen am automatisierten Fahren. Das heißt, der nächste Schritt für Uber wird dann auch sein, dass sie im Prinzip auch das Portal anbieten, wo Leute in ein Taxi steigen, wo es im Prinzip keinen Taxifahrer mehr geben wird. Und das wird nicht so weit entfernt sein, also ich schätze in 10 Jahren oder wird das gang und gäbe sein, dass ich irgendwo ein Taxi hinbestelle an einem bestimmten Ort, dass das dort vorfährt im Prinzip, ich habe meine Fahrt, meinen Transport und dann wird er sozusagen automatisch schauen, wo ist eigentlich der nächste Transport, den ich machen muss. Betrifft jetzt im Prinzip nicht nur Amerika, sondern im Prinzip natürlich auch Europa und die Diskussionen kennen Sie alle mit den Gewerkschaften, speziell auch in Frankreich und dergleichen. Es erinnert mich etwas an die Maschinenstürmer, auch zur industriellen Zeit, wo eigentlich die Maschinenstürmer unterwegs waren und mit einem großen Vorschlaghammer einmal Webstühle und alles zertrümmert haben, weil sie im Prinzip Angst hatten, verständlicherweise um ihren Arbeitsplatz. Ähnliches wird hier, auch wenn autonomes Fahren möglich sein wird, passieren. Auf der anderen Seite hat auch die Geschichte gezeigt, dass eigentlich auch immer neue Arbeitsplätze entstehen werden durch Automatisierung oder durch neue Technologien.
Jetzt hier nicht ersichtlich, aber in den Unterlagen werden Sie es dann sehen, gibt es eine Studie gerade aktuell von McKinsey, die jeder downloaden kann und anschauen kann, wo es auch um die automatisierte Transportlogistik geht. Und hier gibt es ja auch schon von Mercedes-Benz und anderen Firmen verschiedene Versuche, wo in Amerika oder in Australien, wo es sehr große weite Strecken gibt, bereits jetzt LKWs autonom unterwegs sind. Und wenn die gesetzlichen Bestimmungen soweit sind, und das ist eigentlich im Moment der größte Hemmschuh, dann wird es voraussichtlich nach der Studie in 10 Jahren soweit sein, dass LKWs auch in Europa autonom auf der Autobahn fahren werden. 5 Jahre zusätzlich, also in 15 Jahren, wird es dann soweit sein, dass diese LKWs bereits bis in die Stadt hineinfahren, also wirklich bis zum Zielort. Empfehlung natürlich auch an dieser Seite, wenn ich jetzt an die Arbeitspolitik denke und dergleichen, jemanden zu empfehlen, von der Qualifikation her Fernfahrer zu werden oder dergleichen, ist wahrscheinlich jetzt nicht sehr anratsam. Es wird natürlich eine lange Übergangsfrist geben von den Fahrzeugen her und von den Systemen her, aber sicherlich kein Beruf der Zukunft, wenn ich jetzt sage, ich möchte Fernfahrer werden, beziehungsweise auch für die Last Mile, für die kurze Distanzen, Botendienstfahrer oder dergleichen werden durch autonome Systeme ersetzt werden. Sehr aktuell, mit 26. September hat es eine Pressekonferenz gegeben in der Schweiz. Schweiz und die Schweizer Post testet von der Firma Starship Technologies diesen Roboter. Da haben sie einige davon angeschafft. Und diese Roboter fahren von Punkt A nach Punkt B komplett autonom, können eine Last aufnehmen von 10 Kilo und eine Distanz zurücklegen bis zu 6 Kilometern, sind auch in der Schweiz und auch nach der jetzigen gesetzlichen Bestimmung in Österreich zugelassen. Fahren nur auf Gehsteigen sozusagen über diverse Zebrastreifen drüber, fallen damit in keine Gesetze, wo sie auf der Straße unterwegs sein müssten und können bereits autonom fahren. Wird derzeit getestet. Wie funktioniert das? Man gibt da im Prinzip eine Kiste hinein, kann auch ein Kühltransport sein, macht das Ganze zu, fährt zum Zielort und kann auch dort im Prinzip nur geöffnet werden mit einem entsprechenden Code, den ich über eine Applikation eingebe, nämlich dann von Empfänger. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, kann das nicht aufgebrochen werden oder gestohlen werden? Ja, auf der anderen Seite haben die Dinge laut Hersteller Kameras eingebaut, auch eine Alarmsirene. Also sollte jemand probieren, das aufzubrechen, geht einmal eine Alarmsirene los und dann wird auch die Gegend im Prinzip abgefilmt und abgescannt. Wenn natürlich jemand maskiert ist, wird er nicht erkannt werden, wer jetzt dieses Ding entführt hat oder wenn ich schnell in einen LKW einpacke. Aber nachdem das immer ortbar ist, ist auch die Frage, was mache ich dann damit? Ja? Also sobald es irgendwo Internetempfang hat, könnte ich es orten und wiederfinden. Ein anderes Thema, was allerdings noch nicht geklärt ist, nachdem die Gegend eigentlich abgefilmt wird, auch aus Orientierungszwecken, das heißt, der Roboter lernt eigentlich autonom, wenn er von Punkt A nach Punkt B fährt, wo ist eine Ampel, wo muss ich schauen, wird die jetzt grün, die Fußgängerampel, das wird mitgelernt und da werden natürlich auch Leute dabei gefilmt. Das heißt, was noch gänzlich unklar ist, das Recht auf das eigene Bild, was passiert mit diesen Daten, wo geraten sie hin und das sind im Moment eigentlich eher die Punkte, warum das jetzt wahrscheinlich nicht in einem Jahr umgesetzt wird. Die Schweizer Post hat sich also einen Zeithorizont genommen von 10 Jahren. Also innerhalb der nächsten 10 Jahre wollen sie diesen Service anbieten. Auch hier ist natürlich ganz klar, der Postbote oder der Schnellbotendienstfahrer wird dadurch obsolet. Systeme werden jetzt auch nicht zwänglich eingesetzt, um den Postboten, der die Briefe austeilt und dergleichen zu ersetzen, weil das Ding hat noch keinen Arm, wo sie das sozusagen einwerfen könnten in die Postkästen. Aber es wird dazu eingesetzt, wo es eben jetzt Konkurrenz gibt oder Konkurrenz geben wird. Beispielsweise hat Amazon in den wichtigsten Hauptstädten und in Deutschland wird auch schon begonnen, ein eigenes Lieferservice aufgesetzt. Das heißt, für diese Eintageslieferungen oder sogar Einstundenlieferungen, wo es eigentlich darum geht, wie kann ich möglichst günstig die Ware schnell zum Konsumenten bringen, werden dann solche Roboter eingesetzt, weil das ganz einfach die kostengünstigste Variante ist, um solche Botendienste im Prinzip anzubieten. Und da sind die Postanbieter gut beraten, sozusagen jetzt zu investieren und zu schauen, was kommt drauf auf mich zu, bevor im Prinzip andere Firmen dieses Geschäft übernehmen. Und das ist eigentlich von den Postorganisationen, ich habe selber mal die Post in Österreich betreut, einer der größten Ängste, dass im Prinzip
andere Systeme oder andere Hersteller dieses unter Anführungszeichen monopolierte Gewerbe übernehmen könnten. Die österreichische Post, habe ich übrigens auch gehört, und das war auch im Jänner schon in der Future Zone nachzulesen, ist mit dieser Firma auch schon in Verhandlungen und wahrscheinlich in absehbarer Zeit hat man vielleicht ein Glück und kann so ein Ding einmal auf Österreichs Straßen ebenfalls sehen. Fernwartung. Ja, bei der Fernwartung gilt natürlich jetzt für industrielle Systeme das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, für großindustrielle Systeme. Also auch sämtliche Maschinen im Prinzip liefern Daten ab. Ganz wesentlich an dieser Stelle ist natürlich auch dann die Frage, wem gehören diese Daten? Wenn ich jetzt sage, das ist ein Automatenhersteller und der merkt, dass seine Maschine kaputt wird, informiert der jetzt das eigene Serviceteam und die schreiben eine E-Mail an den Fabrikanten, wir würden jetzt gerne das Gerät servicieren kommen, kostet genauso viel. Oder ist es dann so, dass eigentlich der Betreiber der Anlage ein E-Mail bekommt oder eine Warnung, die Maschine sollte gewartet werden? Und dann kann ich zur Wartung beauftragen, die Herstellerfirma oder eine unabhängige Firma. Das heißt ganz wesentlich, und das ist der Tipp von mir auch an die Industrie, wenn ich so eine Anlage heute anschaffe, sollte ich mir genau durchlesen, welche Sensoren sind eingebaut und wem gehören die Daten. Weil wenn in dem Vertrag drinnen steht, die Daten gehören dem Maschinenhersteller, dann weiß er, wann die Maschine gewartet gehört und dann kann er überlegen, mache ich jetzt eine Wartung, biete ich sie an oder warte, bis das Ding kaputt wird und repariere es dann. Also ganz wesentlich, auch hier im Prinzip ganz neue Spielregeln. Für Leute, die früher natürlich diese Systeme standardmäßig überwacht werden, die haben jetzt im Prinzip die ganzen Sensoren zur Verfügung. Bedeutet, wie vorhin auch schon erwähnt wurde, eine Zusatzqualifizierung der Mitarbeiter, weil der muss wissen, aus der Fülle von diesen Daten, Big Data, die da angesammelt werden, was kann ich daraus lesen oder wie kann ich eigentlich etwas daraus lernen? Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, papierverarbeitende Industrie, da sind so Rollen mit 2 Meter Durchmesser und da wird das Papier eigentlich im Endlosbetrieb produziert. Der größtmögliche Schaden von ein paar tausend Euro ist dann, wenn ein Papier reißt, weil dann muss ich das Papier aus dieser 100 Meter langen Maschine ausfädeln, neu einfädeln, das Ganze neu einjustieren und das kostet ungefähr 2 oder 3 Stunden von einem gut eingespielten Team. Aus dem Grund ist es auch opportun zu sagen, was kann ich machen, um zu verhindern, dass so etwas eigentlich auftritt. Und da hat es auch Messungen gegeben und da ist man dann beispielsweise draufgekommen, wie man von einem Hersteller Thermosensoren montiert hat, dass diese Thermosensoren dann genau vor seinen Riss angesprochen haben. Ursache war eigentlich, dass in einer Nebenhalle ein Tor aufgegangen ist, wo ein LKW reingefahren ist, offen geblieben ist. Dadurch ist die Temperatur gesunken und bei diesen großen Metallenteilen bedeutet das natürlich dann eine Toleranz im Winter von diesen Maschinen und genau das hat eigentlich zu diesem Riss geführt. Draufgekommen ist man erst, wenn man im Prinzip nicht nur die Sensoren genommen hat von der Firma, sondern im Prinzip auch diese Thermosensoren angebracht hat und dann aus den historischen Daten gelernt hat, was war jetzt die Ursache, nämlich dass dieses Rolltor da länger offen geblieben ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Reparatur und wir sehen da im Hintergrund einen 3D-Drucker, weil früher sind vielleicht auch Arbeitsplätze dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, ein Zahnrad ist jetzt von einer Maschine kaputt geworden. Bei so typischen Maschinen sind jetzt so fein Motorik-Zahnräder aus Kunststoff und es ist vielleicht ganz einfach billiger, entweder im eigenen Betrieb oder bei einer Drittfirma nicht mehr zu sagen, ich besorge mir diesen Ersatzteil, sondern ich habe eigentlich auch die Lizenz für die Ersatzteilpläne und lasse mir so ein Zahnrad ganz einfach mit einem 3D-Drucker nachdrucken. Und es muss jetzt gar nicht nur in Kunststoff sein, es gibt auch Drucker, die zum Beispiel Titan ausdrucken. Wenn Sie an die Formel 1 denken, die meisten Komponenten bei so einem Rennauto in der Formel 1 kommen eigentlich aus einem Metall-3D-Drucker, weil da ist die komplette Kleinserie und wenn die auf irgendetwas draufkommen, dass sie für eine Strecke einen anderen Teil brauchen, dann wird das mit einem Metalldrucker im Prinzip ausgedruckt. Das heißt, auch dort im Prinzip eine gewisse Automatisierung und eine Verdrängung von Arbeitsplätzen. Jetzt aber möchte ich noch ganz kurz eingehen auch auf den Handel. Werner Ilsing wird am Nachmittag auch noch darüber reden. Was hat Digitalisierung und IoT und Sensoren eigentlich für eine Auswirkung auf den Handel? Auch da sehe ich einen starken Drift vom stationären Handel zum Online-Handel. Als Beispiel der Laserdrucker, den ich zu Hause habe,
Wenn eine Patrone leer ist, dann wird gleich angezeigt, dass die Patrone zu tauschen ist. Nebenbei bemerkt, man kann meistens nach 200 Seiten damit weiterdrucken, wenn man das ignoriert und abstellt beim Drucker. Geplante Obsoleszenz als Thema. Aber es wird auch gleich darauf hingewiesen, auf einen Shop, beziehungsweise in der Applikation von HP gibt es einen Druckknopf. Wenn ich auf den drauf drücke, dann kann ich die Patronen gleich bei HP nachbestellen. Da gilt dann der ähnliche Effekt wie bei diesen Amazon-Dash-Dingern. Wenn ich es dort bestelle, dann muss das nicht immer unbedingt die günstigste Patrone sein. Aber auch hier kann es sein, anstelle, dass ich jetzt in den Supermarkt gehe oder zum Liberon und mir diese Patronen nachkaufe, passiert das eigentlich in Zukunft vollautomatisiert. Und wenn ich sage, der Arbeitsaufwand auch bei einer Firma, eine Kartusche nachzubestellen, kostet mir mehr als die Mehrkosten, wenn ich es dort bestelle, ist natürlich etwas, wo ich sage, ich brauche keinen Sachbearbeiter mehr, sondern die Maschine bestellt das automatisiert. Ja, und damit zum zweiten Mal, und vielleicht kommt es heute noch ein drittes oder viertes Mal, diese Dash-Devices, viel brauche ich nicht mehr drüber reden, kostet 4,99 € und man bekommt auch eine Gutschrift über 4,99 €. Das heißt, diese Appliance, die ich dann gleich auf die Waschmaschine, auf das Waschmittel oder dergleichen geben kann oder zur Zahnpasta oder für meine Wegwerfrasierer. Genau das gibt es eigentlich gratis, wenn es irgendwelche Bastler unter Ihnen gibt. Es gibt auch schon einen Plan, wie man das Ding hacken kann. Und dann kann man das beispielsweise so verändern, dass ich damit eine Philips Hue-Lampe ein- und ausschalten kann und dann sparen wir den Sensor oder den Aktor zu kaufen. Das heißt, auch diese Dinge sind hackbar. Vielleicht nicht sehr günstig, wenn der Nachbar das hackt und dann das Toilettpapier in wöchentlichem Abstand nachbestellt. Also auch bei diesen Devices sozusagen, wenn jemand einmal physisch darauf Zugriff hatte, ist so ein Ding im Prinzip von der Security nicht sehr hoch gestellt und kann gehackt oder zweckentfremdet werden. Ja, und eine der letzten Folien, wo gibt es Sensoren? Handy haben wir bereits festgestellt. Sensoren gibt es mittlerweile, vielleicht noch nicht in Österreich, aber in vielen anderen Ländern, in sämtlichen Getränkeautomaten, wo der Getränkeautomat automatisch weitermeldet, wann sollte jemand vorbeigehen und Getränke nachfüllen oder Essen nachfüllen. Also auch hier von einer Routinetätigkeit eigentlich der Shift zu einer Automatisierung in gewisser Weise. Und sehr viele Sensoren gibt es natürlich auch im Straßenverkehr. Man denke nur an die Firma Trafficcom von Kapsch, wo im Prinzip die LKWs mit der GoBox weiterverfolgt werden, automatisiert und Maut automatisch abgerechnet wird. Und im Healthcare-Bereich gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Sensoren. Das fängt dann schon beim Herzschrittmacher, der überwacht wird und gesteuert wird und geht natürlich im Gesundheitsbereich sehr weit, weil ich dort auch viele Daten sammeln kann im Prinzip und wo es auch Sinn macht, dass ich sage, wenn jemand jetzt irgendwo einen Anfall hat, einen epileptischen oder dergleichen und niemand ist zu Hause, dass ich da einen Alarm im Prinzip auslösen kann. Ganz wesentlich bei den Ganzen, und jetzt bin ich auch bei der Seite, wo werden neue Jobs entstehen. Sehr viele neue Jobs werden entstehen auf der Seite von Big Data. Wenn ich da jetzt denke an Microsoft Oracle und SAP HANA, wo ich dann sage, es kommen viele Daten zusammen, und diese müssen natürlich auch analysiert werden. Sammeln alleine genügt nicht. Einer der meistbegehrtesten Jobs im Moment ist zum Beispiel so ein Data Insight Manager. Das sind dann die Leute, die sich nicht nur mit Datenbanken auskennen, wie ich die konfiguriere und optimiere und die Daten, sondern die auch dann aus den Daten herauslesen können, wo ist zum Beispiel dieser Temperatursensor gewesen bei der Papiermaschine, der dazu geführt hat, dass das Papier reißt. Das heißt, die brauchen ein Verständnis für die Daten auf der einen Seite, aber auch, wo die Daten herkommen und was ich aus den Daten herauslesen kann. Sonst ist Datensammeln eigentlich im Prinzip nutzlos. Ja, in vielen anderen Devices natürlich, seien das jetzt Displays beziehungsweise Supermarktwegen. Google hat zum Beispiel in Deutschland einen Versuch, der sehr interessant ist, wenn Sie mit Google nach einem Artikel suchen am Desktop oder am Handy zu Hause, dann wird es ja mit einem Cookie weggespeichert. Jetzt kaufen Sie es aber nicht online und jetzt ist es eigentlich schade um diese gesammelten Daten. Das heißt, wenn ich mit einem Telefon beispielsweise dann, um irgendein Beispiel zu einer Firma, ich gehe jetzt auf die Website von Billa, schaue mir dort irgendeinen Artikel an und dann gehe ich physisch in eine Billa-Filiale, dann erkennt mein Handy aufgrund der Bewegungsdaten, ich bin jetzt in den Supermarkt. Ich gehe jetzt in den Billa, da habe ich online vorher schon etwas gesucht, aber nicht gekauft. Und dann kann es sein, dass ich bei so einer Digital Signage
Display beispielsweise gleich beim Eingang, beim Reingehen angezeigt bekomme, dass zufällig der Artikel, den ich online nicht gekauft habe, jetzt in meinem Supermarkt der Wahl in Aktion ist. Das heißt, das wird ebenfalls auf uns zukommen, dass also diese Online-Daten mit der Offline-Welt mehr verknüpft werden. Und das passiert dann entweder übers Handy, über die Bewegungsdaten, beziehungsweise durch sogenannte Eye-Beacons. Das sind so Bluetooth-Sensoren, die im Supermarkt beschäftigt sind. Da muss ich natürlich auch einmal sagen, dass ich das akzeptiere, beziehungsweise muss ich die entsprechende Applikation von der Firma haben, die die ganze Zeit nach diesen Informationen sucht und schaut, wo bin ich jetzt gerade, stehe ich endlich vor dem Gemüseregal und wenn ich dann davor stehe, bekomme ich mein spezifisches Angebot. Das heißt, auch dort ist diese Verlinkung gegeben und auch dort werden Arbeitsplätze sich im Prinzip verändern. Vielleicht ganz kurz zur Zusammenfassung. Für bestimmte Berufe sind Sensoren auch Voraussetzungen. Es werden sicherlich sehr viele Jobs durch die Sensoren eliminiert, aber auf der anderen Seite werden auch sehr viele Jobs entstehen. Der Unterschied aus meiner Sicht und von vielen Studien geht natürlich hervor, dass speziell höher qualifizierte Jobs zunehmen werden und weniger qualifizierte Jobs im Prinzip gefährdet sind. Das heißt, entsprechend muss ich eben dann auch investieren in der Firma bzw. in der Ausbildung und damit möchte ich meinen Vortrag eigentlich auch schon schließen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir wirklich die Ausbildung fördern. Ich selbst habe zwei Kinder, mein Sohn studiert gerade das zweites Jahr auf der TU. Meine Tochter ist 16, hat ein Smartphone, ist komplett vernetzt. Gestern im Kino manchmal über das Nerf angesehen. Ein ganz witziger Film, was alles eigentlich mit einem Handy möglich ist bei der Jugend. Vielleicht empfehlenswert zum Ansehen. Ganz kurzweilig dieser Film. Und oft wird man natürlich darauf angesprochen und man sagt, die Kinder haben ein Smartphone, die kennen sich eh überall aus. Und da muss ich aus eigener Erfahrung dazu sagen, das stimmt bedingt. Also nur weil ich jetzt WhatsApp bedienen kann, SMS blind tippen kann oder einen Highscore, einen Spiel erreiche am Smartphone, heißt das noch lange nicht, dass ich mich mit diesen Technologien oder mit dieser Berufswelt im Prinzip auskenne. Die Hemmschwelle ist sicherlich eine geringere, aber wir brauchen dennoch, glaube ich, in unseren Schulen eine Ausbildung, was jetzt IoT, was Robotik, was Sensorik bzw. was IT allgemein betrifft. Und da habe ich mich umgesehen und gegenüber vielen Ländern auch, sei es jetzt da im Norden, Tschechoslowakei, wo zum Beispiel Programmieren in der untersten Schulstufe schon Pflicht ist, sind wir eigentlich da in Österreich, wo wir überlegen, brauche ich das als Freigegenstand, irgendwo in einer höherer bildenden Schule relativ weit hinten. Und da hoffe ich und darum engagiere ich mich bei der Digital Society auch für das Thema, dass da wirklich etwas passiert und möglichst rasch etwas passiert. Danke für die Aufmerksamkeit. Haben Sie zu diesen Themen Fragen? Dankeschön. Ich wollte noch einen Satz zur Ausbildung hinzusagen. Wenn ich mir vorstelle, dass man mit IoT da eine ganze Menge tun kann, dann glaube ich, dass es auch notwendig ist, Automatisierungstechnik zu unterrichten, weil ich mit IoT ja genau das tue. Und das ist etwas, was auf HTL sehr wohl unterrichtet wird, aber in Mittelschulen, also nicht Mittelschulen, in Gymnasien oder so überhaupt nicht drankommt. Da kommt auch IoT nicht dran bis jetzt. Das war das eine, was ich hinzufügen wollte. Das andere ist eine Frage zu den IoT-Devices. Wie muss ich den IoT-Devices üblicherweise das Internet zur Verfügung stellen? Über Funk? Weil wenn ich mir vorstelle, im Billa-Supermarkt stehen die Preisetiketten dort, die sind also über Funk hoffentlich erreichbar und nicht über Kabel, dann wird wahrscheinlich die Kabelanbindung eher die seltenere Variante sein. Sehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Also diese elektronischen Preisschilder bestehen aus Digital Ink. Es ist übrigens hinten auch so ein Digital Ink Display ausgestellt, wenn Sie sowas einmal sehen wollen. Wenn Sie es live sehen wollen, die Firma Spar hat zum Beispiel am WU Campus die Schilder im Prinzip schon so. Und wenn Sie im Ausland sind, in Frankreich gibt es das seit 10 oder 12 Jahren bereits beim Carrefour durchgehend. Auf die Frage noch zurückzukommen, Ausbildung, ja.
Es gibt auch sehr viele private Initiativen, aber ich glaube, da wisst ihr mehr, auch mit der Digital City Wien, wo es Initiativen gibt, jetzt einmal in Workshops, die Jugend an das Thema heranzuführen und wo es auch Gelder gibt, wo um diese Gelder im Prinzip so Bausätze gekauft werden für die Schulen, dass das unterrichtet werden kann. Also da passiert eigentlich eh schon viel. Toll wäre es natürlich, wenn es jetzt nicht auf Initiativen von Elternvereinen oder von anderen Vereinen passiert, sondern wenn man das ganz einfach ins Schulunterrichtsgesetz reinschreiben könnte, als Unterrichts- oder Freigegenstand zumindest. Ja. Darf ich da zwei Sachen nur anmerken? Nummer eins bezüglich der Initiativen, es ist wirklich so, es sind Privatinitiativen, die aber eigentlich nicht wirklich konsolidiert sind. Also ich kenne einige Vereine, die zum Beispiel auch schon im Kindergarten dann Programmieren anbieten, die dann mit Bauklötzen dann versuchen, die Kinder zu ermutigen, Programme zu erstellen. Und die zweite Anmerkung, die ich machen wollte, zu den ESL-Systemen. Also ESL steht für Electronic Shelf Labels. Das sind diese elektronischen Preisauszeichnungssysteme. Da gibt es im Prinzip zwei verschiedene grundlegende Systeme. Das eine eben so, wie du gesagt hast, Funk und Bluetooth. Das Problem ist da einfach nur, du hast sehr häufig bei solchen großen Industriebauten sehr große Schwierigkeiten, ein wirklich stabiles Funknetz aufzubauen. Also ich war bei der Metro, war da verantwortlich für den globalen Rollout der RFID-Systeme und das Schwesterteam von meiner Abteilung hat sich genau mit diesen ESL-Systemen auseinandergesetzt und die Metro zum Beispiel, also Metro Cash and Carry, das ist blau-gelbe Metro, was man eh überall kennt, also im deutschsprachigen Raum, die verwenden zum Beispiel auf Infrarotbasis die Systeme. Das heißt, du hast einen Infrarottransmitter, der wird einmal aufgehängt, alle ungefähr 20 Meter und der schickt dann die Informationen, pusht sie richtig gehend runter, ist aber eine eindirektionale Kommunikation. Das heißt im Prinzip, der wiederholt dieses Pushen einfach alle x Stunden oder alle x Minuten und so lang, bis dann halt jedes Schild wirklich ausgestattet wird. Das ist die stabilere, das ist eine typische und Anführungszeichen billige und stabile Lösung im Vergleich zu diesen eigentlich wesentlich intelligenteren und mächtigeren Systemen, die dann halt aber einfach im produktiven Einsatz viel schwieriger zu realisieren sind, weil du durch diese ganzen Stahlbauten extrem starke Reflexionen hast. Und deswegen sind es einfach wieder technische Limitationen. Ja, ich möchte nur kurz ergänzen zu der Ausbildungsthematik. Wir können das vergessen mit den Ministeriellen warten, bis die Lehrpläne sich ändern. Es gibt aber in Wien eine Initiative, die beispielhaft sein kann, das ist die Smart City Aktivität, wo derzeit es möglich ist, wo Schulen stundenweise Experten einbuchen können, die dann in die Schulen gehen und dort zu den Themen, die sie einbuchen, vortragen. Das heißt, hier auf Einzelinitiativen geschieht schon einiges und dort ist eben, da sind wir auch dabei mit der Digital Society in der Geschichte und da kann man auch dann in der Woche vom 18. und 19. Oktober finden dann die Digital Days 2016 statt auf der TU Wien, wo man auch diesbezüglich sich genau informieren kann über die Ausbildungsthematik, wie man eben zu solchen Experten in den Schulen kommt, weil schneller kann man das woanders nicht erwarten, dass funktioniert. Also daher versucht man das aus der Wirtschaft heraus zu tragen. Die Experten kommen alle von SAP, Microsoft, egal von wo, also die auch wirklich dann gebucht werden können und zu verschiedenen Themen reden. Also das möchte ich noch einmal erwähnen. Steininger, ich habe noch ein Statement zu Ihnen. Mhm. Ich war über 10 Jahre Konsulent bei der Firma Capstreffi.com und ich weiß, dass die Daten dort sehr gut aufgehoben sind. Sie werden in einem Erdspeicher gespeichert und es sind alle Sicherheitsvorkehrungen dort. Und ich wäre froh, wenn bei anderen Firmen das genauso wäre. Vor allem welche, die, wo mehr dazwischen liegt. Vielleicht dazu noch ergänzen, es gibt ja ein ganz nettes Video auch im Internet zu dem Thema, was ich seinerzeit auf den Kollegen von Capsch geschickt habe, dem CEO, wo eine Sendung war in Deutschland, wo sie diese Traffic-Systeme gezeigt haben und Polen und überall, wo das implementiert ist. So als Anspielung, sie haben zwar nie Traffic.com genannt, aber sie haben sich eigentlich aufgeregt über das deutsche System, das seit etlichen Jahren über Satellit funktionieren sollte und nie wirklich zum Laufen gekommen ist, in Wirklichkeit eigentlich ein großes Geldgrab, wo es einiges gegeben hat und da war dann immer der Hinweis und in einem anderen Nachbarland gibt es Systeme, die gut funktionieren. Ja. Also auf das kann man sicher stolz sein. Ja. Bitte. Eine Frage noch zum Arbeitsmarkt, zur Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Wenn ich die Motivation der Unternehmen richtig verstanden habe, geht es beim Einsatz von Industrie 4.0 und dieser Anwendung von IoT im Produktionsbereich nicht nur jetzt um den Einsatz von neuen Produkten, verbesserten Technologien im Sinne der
Produktportfolioausweitung, sondern vor allem auch um Personalkosteneinsparung. Und wenn wir das betrachten, dann bedeutet das eigentlich aus Unternehmenssicht, dass es darum geht, weniger Personal einzusetzen, auch wenn die wenigen verbliebenen Mitarbeiter dann höhere Qualifikationen haben müssen. Dann haben wir aber noch ein Problem dabei zu beachten, dass ja letztendlich nicht nur wir in Europa diese Entwicklung verfolgen, sondern auch die Amerikaner und vor allem auch der fernöstliche Bereich. Und dass dort natürlich die Motivation für Unternehmen, in diese Bereiche auszuwandern, auch was die Spezialistenausbildung und was die Spezialisteneinsatz betrifft, natürlich nicht weniger werden wird. Wie ist denn da die Einschätzung der Auswirkung dieser Technologien auf den Arbeitsmarkt von Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, was Sie bisher beobachtet haben? Danke. Also es wird ganz signifikante Auswirkungen haben. Also das, was wir jetzt sehen in diesen Bereichen von den Arbeitslosen, das wird rapide zunehmen, speziell auch in Europa. Aber das ist jetzt nicht nur noch von IoT oder dergleichen, sondern allgemein vom Thema noch der Globalisierung. Und mein persönlicher Glaube, und ich glaube, wenn man die nordischen Länder ansieht, es wird sich auch das Arbeitszeitmodell sicherlich in den nächsten 10 Jahren ändern. Also ich gehe davon aus, dass wir nur 30 Stunden mehr arbeiten werden die Woche. Es wird vielleicht gehen auf 35 Stunden und dann auf 30 Stunden runter, so wie es teilweise schon im Prinzip in nordischen Ländern jetzt ausprobiert wird und scheinbar auch gut funktioniert. Und es wird sich natürlich die EU auch mit diversen Regulatorien zusammensetzen müssen, dass halt dann Dinge, die durch die Globalisierung passieren, wie beispielsweise dass halt irgendwelche Großkonzerne keine Steuer zahlen, nämlich dort, wo sie entstehen sollte und wo dadurch Arbeitsplätze vernichtet sind, dass das im Prinzip diese Steueroasen trockengelegt werden hoffentlich und dass dann dort im Prinzip die Steuern wieder in die Bevölkerung zurückfließen. Aber der Arbeitsmarkt wird sich in der Richtung ändern und es wird auch sicherlich bei bestimmten Berufen in die Richtung gehen, dass ich weniger Wochenstunden habe. Das politische Bewusstsein ist aber noch nicht sehr ausgeprägt, muss ich dazu sagen. Also es gibt, glaube ich, erste gute Schritte, dass das beginnt und da gibt es ja dann einen Präzedenzfall, der jetzt im Moment halt Apple heißt, mit Irland, aber das wird sicherlich andere auch noch auf den Plan rufen. Ja. Und das betrifft jetzt nicht nur die IT-Branche, sondern das zieht sich von IKEA bis XXXLots. Ja. Darf ich da kurz einhaken, weil merke auch, dass das Expertentum immer mehr zunimmt. Das ist im Prinzip diese Komplexität, es ist gar nicht mehr möglich, in allen Bereichen sich so hineinzuhängen, dass man selber auskunftsfähig ist, was in weiterer Folge dazu führt, dass es viel mehr Experten geben wird, die man dann projektbezogen einzeln hinzuzieht zu bestimmten Themen. Also das ist auch der mit ein Grund, warum ich dann die Initiative IoTjobs.at gegründet habe, um eben genau diese Experten zusammenzuführen. Weil, ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, wenn ich mir da irgendein spezielles Protokoll einmal im Leben auf Bits- und Bytes-Ebene anschaue und dann nie mehr wieder verwende dieses Wissen. Da macht es einfach viel mehr Sinn, dass man sagt, okay, gibt es nicht irgendwelche anderen Projekte, wo ich dieses Know-how auch verwenden kann und dann aber über Unternehmensgrenzen hinweg springe. Und das wird definitiv die Zukunft werden. Ich sehe keine andere Chance. Bei der Komplexität des ganzen Themas überall mitreden zu können. Es gibt ein paar wenige Leute, die man so als Universal-Joker einsetzen kann und hinbringen kann zu bestimmten Projekten. Aber im Endeffekt, das sind wirklich ganz wenige Ausnahmen. Okay. Aber anzuhängen, dass die Chinesen nicht auch diese Expertise aber entwickeln werden und dann diese viel billiger anbieten können, ist vielleicht überheblich. Nein, absolut, absolut richtig. Letzte Woche war Tag der Industrie, die Großveranstaltung von der Industriellen Vereinigung. Und tagsüber gab es die Industriekonferenz, da war der CEO von Spire, das ist so ein Mikro-Satellitenhersteller, also eigentlich ein Österreicher, der dann in England sich niedergelassen hat, aber eigentlich sein Unternehmen gegründet hat in den Vereinigten Staaten. Und er hat ganz klargestellt, der Wettbewerb ist mittlerweile global. Es ist nett, wenn wir uns in Österreich irgendwas überlegen und irgendwelche Gesetze aufstellen und aufbauen und wenn wir dann irgendwelche Arbeitszeitgesetze haben. Aber die Entwicklung, dann verlagerst du das halt schnell nach China. Dort gibt es keine Arbeitszeitgesetze oder andere, sagen wir mal so. Und klarerweise, man denkt immer österreichisch und ich bin überzeugter Österreicher und überzeugter Europäer, viel mehr noch als Österreicher, wobei ich beide sehr stark überzeugt bin. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir so die globale Entwicklung anschaue, da wird einem schon mulmig, wenn man sich mal zutraut, die Augen zu öffnen. Kurzes Statement dazu.
Ich bin auch in politischer Beratung tätig und ich muss sagen, mir kommen die Leute hier in Europa alle immer ziemlich überheblich vor. Die meinen, in China leben die Leute in Bambushütten. Nein, das Entwicklungsland ist Österreich, das Entwicklungsland ist Europa. Wir sind so weit weg von dem, was dort gemacht wird. Wir sind so weit weg von den Expertisen, die diese Leute da haben. Ja, wir können uns denn freuen, wenn wir gute Fernsehprogramme haben, die uns gut unterhalten, wenn wir unsere Arbeit los sind. Punkt, leider. Ja, ich wollte eigentlich dazu nur sagen, also sozial muss sicher viel geschehen, weil es gibt sicher auch Leute, die mit der ganzen Entwicklung einfach nicht mitkommen. Und dort wird es dann auch schwer, die muss man natürlich auch beschäftigen. Und also soweit zu dem, das betrifft, die Schere geht da, glaube ich, meiner Meinung nach, so wie sage ich, beim Geld auch, immer mehr auseinander, die Leute, die wirklich Experten sind und mitkommen, und auf der anderen Seite diejenigen, die eigentlich vom Level da gar nicht mithalten können. Sei es jetzt durch Alter, durch Gesundheit, Krankheit, durch sozialen Status, wie auch immer. Also da ist sicher einiges noch zu tun und dadurch, dass zum Beispiel mehr Flexibilität gefragt sein wird, beziehungsweise auf der anderen Seite die Arbeitszeit aber selber vielleicht gar nicht mehr in dem Ausmaß notwendig sein wird. Aber dafür dann flexibel eingesagt, jetzt kommt der Anruf, in 5 Minuten bist du am Flughafen und in einer Stunde bist in Deutschland oben zum Beispiel. Also da wird sie einiges tun müssen. Ist ja auch die Frage, was dem Staat wichtig ist. Die Republik Österreich rühmt sich damit mit ihrem Industrie 4.0 Förderprogramm in Höhe von ungefähr 250 Millionen Euro, was ganz Tolles zu tun, gestreckt über einen Zeitraum von mehreren Jahren, wobei die Personalkosten der Ministerien damit eingerechnet sind. Die Firma SAP hat jetzt vor 2 Tagen veröffentlicht, dass sie 2 Milliarden Euro über 3 Jahre verteilt alleine innerhalb des Unternehmens für IoT investieren werden. Wie viele Mitarbeiter? 75.000. Ja. Die Firma Samsung investiert 1 Milliarde pro Jahr, Amazon 1 Milliarde pro Jahr, Siemens 1 Milliarde pro Jahr nur für IoT. Wo bleiben die 1,5 Milliarden pro Jahr der Republik Österreich? Wenn man darüber nachdenkt, den Militärhaushalt um 1 Milliarde zu erhöhen. Mir liegt noch in dem Bereich etwas am Herzen, nämlich wir sind in einer schnelllebigen Zeit und wir sind aus der Zeit heraus, wo man einen Schulabschluss gemacht hat und das ganze Leben verwenden hat können. Wir brauchen eine systematische Weiterbildung, dass wir immer am technologisch letzten Stand gehalten werden. Denn heute ist schon gefallen, wir haben etliche Betriebe, die sagen, ja, ich will weitergebildete Leute haben, aber selber will ich nicht weiterbilden, denn wenn ich es weiterbilde, dann rennen sie mir davon. Wir müssen aus diesem System herauskommen, dass einerseits die Leute investieren Zeit, vielleicht die Firmen auch Zeit, dass sie freistellen, und die Öffentlichkeit muss die Ausbildungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Das ist das Wichtigste, und in dem Zusammenhang, was ich erlebt habe, wir müssen auch in die Leute das Thema hineinbringen, da weiterbilden, sonst fällst du aus dem Prozess hinaus. Das war mehr Statement als ein Auge. Ja. Ich hätte dann noch ein kurzes Statement, weil zuerst Sicherheit noch einmal angesprochen worden ist. Es ist gut, wenn eine Firma Kapsch so sicher mit Daten umgeht und so, aber in der heutigen Welt bleibt der Besitz einer Firma nicht immer gleich. Und eine Nachfolgerfirma, weiß man nicht, wie die mit den Daten umgeht, die vorhanden sind. Also da ist auch noch, sag jetzt mal, von der Security her noch Aufarbeitungsbedarf auch gegeben. Da reißen Sie ein Thema aus, denn die Nachfolgefirma tut da eigentlich weniger bei, als eventuell eine Nachfolge in Ja, seit welche Schwerpunkte immer Nachfolge ist. Ich,
Ich merke, ich glaube, dieses Thema ist wirklich hoch kontroversiell. Also ich fand diesen Hinweis da wirklich exzellent. Ich glaube, die Selbstverantwortung des Menschen zur Weiterbildung wird massiv steigen. Das ist, glaube ich, darum wird keinen Weg herumführen. Entweder man bildet sich selbstständig weiter, man nutzt die Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt ja in Wien mittlerweile extrem viele Veranstaltungen, wo man sich weiterbilden kann. Die Frage ist nur, nehmen die Leute das dann auch wirklich an und ist es ihnen bewusst, wie wichtig es ist, dass man sich weiterbildet? Aber hast du noch Punkte, Norbert? Weil sonst vielleicht online gibt es natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Mein Sohn ist jetzt auf der TU, war vorher im Gymnasium und hat nicht wie sein Vater die HTL-Laufbahn eingeschlagen, hat aber trotzdem sich das Programmieren nebenbei beigebracht und zwar nur durch Online-Trainings, die gratis im Internet verfügbar waren. Ja. Und die sind von einer Güte, wo ich selber gesagt habe, toll, weil da kann er die Geschwindigkeit bestimmen, abgesehen davon, dass man nebenbei sehr gut Englisch lernt dabei. Also Möglichkeiten gibt es genug, aber ich glaube, man muss sie aufzeigen und die, die es nicht automatisch finden, mit einer Suchmaschine darauf hinweisen, was es alles gibt und wie man es am besten anwendet. Dann muss ich natürlich ein bisschen Werbung machen für die RT Austria. Kommenden Mittwoch haben wir eine Veranstaltung zum Thema Bildung und digitale Transformation bzw. IoT. Falls ihr hinkommen wollt und mitdiskutieren wollt, das wird eine interaktive Veranstaltung sein. Also mich persönlich würde es sehr freuen, wenn wir da auch viele Teilnehmer von hier auch dafür für dieses Thema begeistern können. Aber ich glaube, jeder hat schon ein bisschen so einen Hunger. Ich gehe jetzt wieder mal von mir aus. Ich bin jemand, der immer sehr schnell einen Hunger hat. Sehr voll, ja, Mittagspause.